Hallo zusammen, hier ist wieder euch Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir über ein Achievement erhalten können. Und zwar haben wir hier das Toy Kleine Kiste mit kleinen Steinen, das wir jetzt in Patch 10.1.5 unser spielen können. Ich würde sagen, wir setzen es gleich mal ein, beziehungsweise lesen, was es macht. Lässt die darin enthaltenen winzigen Elementare frei und das Ganze hat eine Viertelstunde Abklingzeit. Wenn wir das einsetzen, dann seht ihr, kommen hier so kleine Erdelementare raus und die laufen dann wie wild rum. Ja, ist ganz witzig, viel mehr macht es aber tatsächlich nicht. Den gleichen Effekt hat ein Item, das wir fürs Achievement brauchen. Da habe ich schon ein Video gemacht, aber ich erkläre es euch hier quasi nochmal. Und zwar, das Achievement, wo wir es kriegen, heißt viele Kisten, viele Steine. Und dafür müssen wir 50 Kästen mit Steinen öffnen und die Elementare freilassen. Diese Kästen mit diesen Steinen machen das gleiche wie das Toy. Ne? Also wenn ihr quasi diesen Kasten 50 mal eingesetzt habt, kriegt ihr das Spielzeug und könnt dementsprechend die auch rumflitzen lassen. Diese Kästen könnt ihr im Auktionshaus einmal kaufen. Oder ihr farmt euch die selber. Im Aha haben die für mich zwischen 8 und 1000 Gold gekostet, 800 und 1000, sprich so 50k habe ich dafür gezahlt. Ich empfehle das zu kaufen, wenn ihr genug Gold habt, weil das zum Farmen ist ein bisschen nervig. Es gibt nämlich zwei Optionen. Wenn dann farmt ihr die Items hier in hier die Küste des Erwachens. Das hat jetzt irgendwie gerade ein bisschen gehangen, weil ich bei dem Event noch mit dem Twink rumstehe. Und da sind in der ganzen Zone, wie ihr hier seht, diese Kisten verteilt. Die könnt ihr aufmachen und da sind dann einfach ein Kasten mit Steine drin. Das ist das Item, was ihr einsetzen müsst. Und so sehen die dann quasi aus. Die andere Option, die ihr habt im Vault, ne, auf der Insel der Verbannten, die verbotene Insel, so rum, nicht Insel der Verbannten, verbotene Insel, hier im Vault von Cikera, da können die auch in diesen ganzen Kisten drin droppen, die Teile. Heißt, da könnt ihr sie theoretisch auffarmen oder ihr flattert halt hier rum in der Küste. Da habe ich aber tatsächlich keine gefunden. Ne? Also ich bin ewig ich bin 10 Minuten rumgeflogen vielleicht. Habe die ein bisschen gesucht und dann habe ich sie mal gekauft, weil ich keine Lust mehr hatte. Genau. Und ja, was ich noch dazu sagen sollte, die haben eine Viertelstunde Abklingzeit. Das Achievement ist aber Battle.net-Account gebunden. Heißt, ihr könnt eigentlich mit jedem Twink 1 einsetzen, weiterloggen, nächstes einsetzen und so weiter. Dann müsst ihr nicht jedes Mal eine Viertelstunde warten. Juti, das war's eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.